Was ist Blumen oder Brokkoli? Brokkoli. Kriegst du noch einen Waffel mit Nutella? Die das hier okay. Ja. Oh, das war richtig lecker. Oh. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei TipTapTube. Wir probieren heute eure Hasskombination. Mama läuft hätte gerade fast gegen die Lampe. Also, hast du Bock drauf? Ja. Nein, also nein. Es gibt ja Essenskombinationen, die so teilweise so richtig eklig sind. Also, die werden wir testen. Genau. Ich soll euch nochmal sagen. Wir testen heute Essenskombinationen, die so richtig eklig sind. Also, was fällt dir ein? Was passt so überhaupt nicht zusammen? Weiß ich nicht. Cola und Milch. Ja. Das ist ein Beispiel, das mixt man niemals. Es sei denn, man hat einfach Bock auf, keine Ahnung, Magenkampf oder so. Warum soll man das denn machen? Weiß ich nicht, warum wir das machen. Ich weiß nicht. Wir werden heute Opfer von euren ekligsten Essenskombinationen. Vielleicht sind manche auch gar nicht so extrem eklig. Warum probieren wir das denn überhaupt aus, wenn es so eklig ist? Egal. Keine Ahnung, Mama hat uns was, Mama hat ordentliches vorbereitet. Ich bin gespannt. Los geht's. Okay, let's go. Nein, nein. Hat das erste Mal geschrieben? Ja, ernsthaft. Ich kann eigentlich Nutella so mit Rosenkohl. Ernsthaft. Ich kann eigentlich so nicht gemocht werden. Was? Warum schreiben die es uns denn überhaupt? Leute, danke, dass wir sterben. Danke euch für diese tollen Sachen, die ihr uns geschrieben habt. Ihr hättet reinschreiben müssen, lecker. Sowas wie Toastbrot mit Nutella. So. Hättet ihr sagen müssen, dass ihr es eklig findet. Hast du schon gemacht? Ja. Was denn davon? Nutella gegessen? Nein, du hast noch cool. Ein Kaugummi im Mund, das musst du aufspucken. Warte, ich hör mal so ein Rosenkohl-Ding hier. Messer habe ich erst. Was ist das da oben? Ja, ist echt ekelhaft, oder? Ja, guck mal. Kaugummi hast du noch im Mund, das muss raus. Ist die Runde geschluckt? Guck mal, kommt eine Frage auf die Menge. Man braucht da mehr drauf. Ich glaub, dann würde das, nee, das gar nicht mehr schmeckt. Alles eine Frage der Menge. Da muss ich mehr. Oh nein, so viel. Ja, hier, oh mein also, Gott. Also, das Mengenverhältnis muss selbstverständlich stimmen. Ash! Das nein. Ich hole schon mal Spuckschluss selber drauf. Ganz eklig. Hm? Oh, ein Teller ist lecker. Also, sobald das Rosenkohl weg ist aus dem Mund, schmeckt es dann doch ganz gut. Also, ein Teller ist lecker. Rosenkohl ist absolut gar nicht lecker. Ja, Esch, bewerte mal Eis. Ich so. Bewerte mal, wie ich deine Augen tränen. Wie fandest du es gerade, gut oder schlecht? Ja, gerade zweimal. Ja, gut, oder? Dreimal. Ach, bin ich nächste Runde. Das kann nur eine Katastrophe werden heute. Okay, zweite Runde. Öffne mal, schau, was drin ist. Ja, was ist das? Marmelade wahrscheinlich, ne? Mais mit Marmelade, hat jemand geschrieben. Ist ausgelaufen. Aber wie denkt sich das eigentlich jemand aus? Denkt sich eigentlich, das sind die Zuschauer gewesen. Die waren sehr kreativ. Vielen lieben Dank für die kreativen Vorschläge. Ich nehme nur die Marmelade. Denkt er sich dann, ja komm, lass mal Marmelade essen? Oder essen die es einfach? Kannst du, was ist, hat ich jemand... Ich weiß es nicht. Die Marmelade ist von außen voll mit Marmelade. Echt? Ja. Als hätte da jemand, keine Ahnung, das rumgeschmiert oder so. Also ich hasse das ja, ne? Ja, Mais ist echt absolut. Mais ist absolut abartig. Hatte ich? So, ja, ich glaube schon. Also was nehmen wir jetzt zuerst, ist die Frage. Ja, Mais nur ein bisschen. Warte, wir machen so. Ich gebe die Marmelade drauf. Ist das jetzt schön? So Schmutzmarmelade. Magst du. Ach scheiße, jetzt kriege ich jetzt Mais her. Kirsche. Ich habe extra Wasser hingelegt. Und wie schmeckt's, Ash? Ist doch bestimmt lecker, oder? Ist doch ein schöner Mix bestimmt. Richtig ekelhaft bestimmt. Legen wir los. Das Ding ist halt, die Marmelade schmeckt nicht und die Mais auch nicht. Oh Junge. Ja, das ist ganz komisch im Mund. Ja, weiß nicht. Also es ist ein richtig komisches Gefühl von diesem Mix. Es ist so, als ob du, keine Ahnung, irgendwas Hardcore-Salziges, was auch gleichzeitig ultra süß ist, isst. Mhm. Nee, Mann. Aber es war leckerer als eben. Ja. Weiter geht's. Dritte Runde. Es ist echt eine Katastrophe. 10. Boah, Bauchschmerzen nachher. Öffne, los geht's.
Warum Pistazieneis? Wurde so geschrieben. Das ist ja sich schon eine eklige Kombi. Also das hier ist einmal Reis. Reis? Reis, Reis. Mit Pistazieneis. Ja, also ganz ehrlich, Pistazieneis an sich ist schon, könnte alleine eine eklige Kombination sein. Das schmeckt eigentlich gut, glaube ich. Okay, man hat nicht gerne noch nicht Pistazieneis. Boah, keine Ahnung, Mann, Alter. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Ich habe noch nie Pistazieneis gegessen. Das magst du nicht? So, nicht mit dem Löffel, mit dem Reis da rein. Ich habe extra einen Löffel hingelegt. Dann machen wir so, oder? Nein. Ach so. Das ist irgendwie komisch. Okay, geht so. Das ist, boah, ich weiß auch nicht. Wie hast du gemacht? Er hat einfach so, einmal so. Einmal. Also ganz ehrlich, Pistazieneis an sich ist schon echt eklig. Das ist nicht schlimm. Aber schmeckt es euch echt nicht? Ich finde nicht lecker. Welche, warum? Ah, ja, also. Bäh. Ist ja warm. Also hat nicht so geschmeckt, ne? Nee. Ich dachte, der war kalt vielleicht mittlerweile. Diesmal habe ich extra warm gemacht für euch. Scheiße. Das ist ja noch wichtiger, wenn du kalt mit warm isst. Sonst wäre es wahrscheinlich Milchreis, ne? Milchreis hassen wir sowieso, glaube ich, über alles, oder? Ich liebe Milchreis. Mögt ihr Milchreis? Schreibt rein. Vierte Runde. Und die, weiß ich gar nicht, welche Runde. 3, 2, 1 und komm! Oh, das geht sogar, es wäre sogar. Das ist, lecker. Also, das ist Salami. Ursprünglich hieß das Toastbrot mit Nutella und Salami. Oha. Da du ja Vegetarier Max bist, habe ich gedacht, den kriegst du jetzt. Du meinst gerade, das schmeckt? Ich esse das ganz oft. Wie? Das kann ich so oft essen, weil wir zu Hause keinen Nutella und keinen Toast haben. Ey, isst das ganz auf. Achso, das ist ganz auf. So, ihr, das bei mir eklig. Gibt es Toast mit Nutella und Käse. Ja, keine Ahnung. Auch noch nie gegessen bisher? Geil. Ja, okay. Wobei, als du klein warst, hast du einmal probiert. Da warst du weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert? Na? Das ist fast ein bisschen so ähnlich wie Butter. Echt? Okay. Ja, wir können weitermachen. Also das hat euch scheinbar geschmeckt. Dieser Salami-Geschmack ist so hier, im Teller-Geschmack ist so hier. Das kommt nicht zusammen. Das ist einfach einzeln. Einfach. Das ist für eine Logik. Schmeckt. Das ist das Beste bisher. Eine Trinkpause am Rande. Junge, kann man hier was trinken, ist tropft alles voll. Nein, gar nicht. So, die nächste Runde. Echt? Bin gespannt, was ihr gleich dazu sagt, aber wahrscheinlich wird es bestimmt richtig Schreie geben. Also zumindest von einer Seite. Das ist beides scheiße. Das ist ja nicht mal ein. Du hast einmal vergessen, das ist bodentief scheiße. Das ist so bodentief abgrundtief. Nicht mal eins von beiden ist okay. Also. Tomaten sind absolut extra, nein, ich esse es nicht. Scharf? Senf? Das ist nicht scharf. Das ist gar nicht so scharf. Senf an sich ist eklig. Extra. Egal, ob scharf ist. Ist nicht scharf. Das ist der nicht letzte. Ich check's nicht. Junge, es ist. Also, wir können die Tomaten einmal durchschneiden in der Mitte und dann eine Hälfte mit Senf. Und ich kann mir da vor die Tür stellen. Ja. Wer auch immer das geschrieben hat, ne? Schreib nie wieder was ich da rein. Ich deine Ärmel rutschen, wenn du was runter. Ja. Tomate mit Senf. Nein, ich kann nicht so viel Senf. Schmierst du mir bitte auch eine Tomate mit Senf? Tomate mit Senf? Mit Senf? Wollen wir belassen? Es ist wirklich gar nicht so scharf, im Ernst. Senf, diese Tomatenwaffe in der Ich kann nicht reinbeißen. Das ist ekelhaft hoch 10, einfach. 3. Komm schon. Wir machen zusammen, okay? 3. 2, 1, los. Das spritzt, Ash. Es ist gar nicht so scharf, eigentlich. Das ist das Ekligste, was ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Echt? Ich würde sagen, Rosenkohl mit dem Schatz. Was ein Scheiß? Nee. Ey, nicht auf dem Teppich. Nicht auf dem Teppich. Kannst du uns einen Eimer bringen? Abartig, shit. Eimer, so spucken. Ja. Spuck Eimer. Alter, das ist... Oh, ganz ich. Also. Tomaten sind so abartig. Scheiße. Mach das nicht nach. Oh Gott. Das ist bestimmt gesundheitsgefährdend. Ich hab ganz vergessen, wie deutlich Tomaten hast du. Max, hast du hier Gänsehaut? Ja, das ist bestimmt gesundheitsgefährdend oder so. Aber ich kann direkt weg. Ich hab ganz vergessen, wie ich Tomaten hasse. Eine Frage, was macht ihr nachher mit dem vollen Tellerglas? Das können wir doch bestimmt nachher noch nach dem Video haben, oder? So als nach. Nein, ja, ich glaube, das klappt auch. Zum Nachspülen? Ja, zum Nachspülen. Ja, wir holen das jetzt nachher und dann essen wir das Ding auch. Ich glaube, schlimmer kann es nicht werden. Aber warum habe ich vorher mein Handy in der Hand? Ja. Ich dachte, ihr macht die Kamera aus und fertig. Ich ziehe so mein Handy und gucke auf TikTok. Ich
kann so, schon mein Papa hören, warum bist du Handy? So, so seht ihr, so seht ihr jetzt, was passiert, genau. Also was wir so machen. Eigentlich nachdem die Kamera ausgeht, aber jetzt ist es schon währenddessen. So, bereite mal vor, wir wollen TikTok gucken. Oh mein Gott. Aber die Cam mache ich dann aus, ne? Ja. So, wir kommen zur nächsten Runde. Oh, gleich auf. Okay. Das geht, Ash, das ist okay. Ah, doch, Apfelmus! Ja, mit Apfelmus wäre noch schlimmer. Erdnussbutter. Nein, ist. Apfelmus geht sogar fit. Boah, das wird auch noch optimal. Aber Erdnuss. Erdnussbutter ist, ne? Erdnussmus, das ist ohne Zucker. Ah, das ist vergammelt oder so. Echt? Das Öl oder so. Na, das, wir müssen es mal bitte in der Gabel. Nee, lass stecken. Ja, ich nehme, glaube ich, nur diese. Wie wird das ausgesprochen? Corny Corns oder Shawny Shawns? Corny Corns. Also, so Gurken, oder? Oh, sogar, oha. Ja, wenn du das Wasser da raus. Nein, guck mal, das ist hier einmal so ein Erdnussmus, okay, schaut mal. Mach den hier. Ist doch, hier, was macht ihr denn da? Zähler, wenn ich das trinke? Das ist nicht schlimm, das kann man trinken. Ja, doch nicht. Du musst auch die Zähler. Komm her. Nee. Kann man trinken? Komm her. Was kriege ich denn für euch? Ja, gar nichts. Erdnussmus. Nee, danke. Ja, du hast gesagt, kann man trinken, jetzt zeig mir was. Das kann man auch. Es gibt russische eingelegte Tomaten und Gurken, da kann man das trinken. Du trinkst das wirklich, ne? Du bist komisch. Ganz so schlimm. Du bist wirklich komisch. Du bist einfach nur komisch, glaube ich. Hast du gesehen, sie hat getrunken? Sie hat getrunken und während sie wieder so ein bisschen zurückgegangen ist, sie hat wieder rausgekommen. Ja. So, halten wir fest. Mama ist noch komischer als eure Essensvorschläge. Die trinken einfach Gurkenwasser, so, hä? Das kann man. Ja, kann man, aber will man nicht. Papa kannte mal früher einen, als er noch jung war. Der hat Wurstwasser getrunken. Wurstwasser ist aber noch ekelhaft. Aber ich habe jetzt noch was im Mund, der kann ich sagen. Ah, das sieht ja aus wie. Das sieht aus wie. Nein! Da können wir reindippen. Gib mal ein bisschen was zum Dippen her. Bisschen, und schmeckt's? Das ist vergammelt. Mit. Das ist nicht vergammelt, da ist ein bisschen Stückchen dran. Boah, schön. Nee, das klebt so, das ist schlimmer als diese Haribo-Schlümpfe. Das ist schlimm. Nein? Nein, das ist nicht so. Also, oh, das ist komisch. Das ist ein komischer Mix, aber kein abartiger Mix. So zur Beschreibung immer. Ja. Na gut. Es geht. Es gab schlimmere Sachen. Es gab schlimmere Sachen und es werden safe noch schlimmere Sachen kommen. Gleich zum Beispiel nächste Runde. Ich weiß nicht, was ich. Wollen wir auch probieren? Ja, komm. Das kostet. Ja. Wir sind voll aufnahmefähig und wir sind voll bei Sache. Ja. So, die nächste Runde. Ups, das ist die Gabel. Was ist da alles drin? Oh! Ich habe das Gefühl, ich habe Bauchschmerzen. Gut. Nee, nein, ich esse keine Oliven. Ich habe das mal im Video. Eiscreme. Ja. Und Oliven. Und Oliven. Wer hat denn hier schon was von genascht? Das wart ihr von der letzten Challenge. Achso. Achso, das war ich. Das warst du gar nicht. Oder warst du das doch heimlich? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, das magst du nicht, das Eis. Deswegen ist er noch ganz. Was soll ich sagen, sonst wäre es bestimmt. Habt ihr doch dieses eine Eis, wo Ash dann die ganze Oberseite abgekratzt hat? Hab ich weggeschmissen. Scheiße. Ja. Achso, ich dachte, das wäre Vanilleeis. Guck mal, Ash. Ja. Hier eine Olive für dich. Nein. Pickst sie mal lieber auf, weil sonst rollt die doch runter. Wollte ich auf deinen. Packen wir eben so. Ja. Aus Versehen. So, Olive haben wir. Olive sind abartig ekelhaft. Nein. Eis haben wir. Die sind bodenlos grässlich. So, mal, Olive in mal. Eis. Mal gucken, das ausschaffst du. Sehr fresh. So, bist du ready? Ich weiß noch nicht, ob ich ready bin. Geh nicht mit der Olive ins Eis. Ah, okay, also ich meine nicht in die Packung. Okay, Packen. Let's go. Und jetzt schnell das Eis hinterher. So, könnt ihr mal sagen, wie das schmeckt. Ja, soll ich die Spucke holen? Mhm. Okay, danke. Das schmeckt mir so. Das kannst du selber wegschmeißen. Max, schmeckt auch nicht. Sieht das so aus, als wäre es lecker. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang hat es kurz wie Salami geschmeckt. Echt? Oder? Spuck dir hin nur einen Eimer. Also... Naja, was soll man dazu sagen? Ist einfach nur scheiße. Macht sowas nicht. Mixt das auf keinen Fall. Letzte Runde? Nee, klappt nicht. Mach Knoblauch. Ich geb sowas Leckeres. Ja, gib's gleich. Oh. So, die nächste Runde. Ja, guck mal, das ist halt auch. Das ist ja auch so wie was, was einfach schmeckt, weißt du? Ey, das kann man sogar wirklich essen. Es ist okay. Ja einfach. Aber doch nicht mit Salami. Doch. Okay. Also, es gibt Waffeln mit Salami. Einen hat jemand geschrieben. Ja, und
Das kann ja, man, das ist fast, das geht in die Richtung wie Pfannkuchen mit Frischkäse drauf und der Wurst drauf. Das ist doch süß, die Waffeln sind doch süß. Pfannkuchen sind doch auch süß. Ja, aber das Essen ist nicht mehr so lang. Im alten Haus hatten wir am Anfang von dieser Treppe in den Keller so einen kleinen Schrank mit immer so Waffeln und so drin. Ja, stimmt, Dinkelwaffeln. Irgendwann waren da noch Scheißsachen drin. Da war das ganze Leckere weggegessen. Ja. Da auch erstmal ein bisschen Käse raufschmeißen. Hey, das kann man halt real talk, das kann man gut essen. Also ich glaube, Käse und Waffel geht. Käse, Waffel und Salami würde ich sagen, geht nicht. Das ist was Gutes für zwischendurch hier. Beruhigt den Magen. Sag es nicht, dass es schmeckt. Ja. Das Waffel und Salami schmeckt nicht. Das schmeckt. Ja, mit Käse kann ich mir noch vorstellen. Der schmeckt einfach nur, weil der Rest einfach Boden muss. Das Beste bisher. Echt? Mhm. Na, das tut schon besser. Mhm. Na gut, also. Es geht jetzt gleich in die vorletzte Runde. Ja. Letzte. Ja, was ist da drin? Ich würde nur Wasser geben. Hat sie Suppe gekocht? Mama Suppe gemacht? Ich sehe nichts. Sie hat auch nicht für eine Gabel benutzt. Irgendwas zum Aufpieksen bestimmt. Was kann man denn in der Pfanne, in den Topf machen mit Wasser und. Wenn da jetzt irgendwas richtig arbeitet, wovon ich Würgereiz bekomme, mache ich nicht mehr. Ich habe dieses Video 4 Würgereiz. Das sind 4 zu viele. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht. Was ist mit noch Rosenkohl? Was? Warte mal, das ist doch die vorletzte Runde, weil ich habe noch eine tolle Sache. Doch, vorletzte. Tolle Sache? Tolle Sache. Also, Mama, die werdet ihr mögen bestimmt. Aber ich mag sie. Zum Schluss die tolle Sache? Ja, genau, es muss eine tolle Sache. Also okay, 3, 2, 1 und. Ach, Digga, Blumenkohl. Nee, wie heißt das? Brokkoli. Das ist das gleiche Glas? Hab ich schon gesagt. Das ist ja meistens das zweite Glas mit der Reise. Einfach zwei Gläser. Darfst du nicht so viel davon essen? Wie viel Nacht in mir haben? Junge, ich kann, also gerade ehrlich, keinen Nutella, glaube ich, mehr so richtig sehen, aber. Das? Guck mal, Blumenkohl mit Nutella, das weiß ich nicht. Ich schmier mal rauf. Ja, was machst du? Ja, da kannst du abschmieren. Ja, okay, achso. Krieg ich ein bisschen Nutella. Aber nicht alles. Nur ein bisschen davon. Die Menge macht's aus. Also, okay. Halbe. Ich gehe mal voran. Ich kann gar nicht zugucken, glaube ich. Esch. Das Gute ist. Moritz und Nutella? Ja. Läufst du das Wasser von diesem Blumenkohl da in meinem Mund raus? Und dann nur so ein Spaß mit auf, ne? Ich sag Brokkoli. Ist das Blumenkohl oder Brokkoli? Brokkoli. Da, ein Tuch ist da, wenn du das Gute ist. Das Gute ist, Brokkoli hat nicht so einen krassen. Das ist Wasser! Ja, das Gute ist, Brokkoli hat keinen starken Eigengeschmack. Das heißt, einen Teller schmeckt man fast nur. Ja, okay. Ja. So, letzte also, Runde. Letzte Runde. Mama sagt, das ist gut, aber es ist trotzdem eine ungewöhnliche Kombination, oder wie? Ja. Okay, ungewöhnliche Kombination, wo Mama denkt, wir werden sie mögen. Ich bin gespannt. Also, ich mag sie. Okay, mich nicht. Wahrscheinlich. Ja, du magst auch dieses Gurkenwasser. Bitte nicht. Jetzt geil geworden. Jetzt habe ich die Cam angemacht. Jetzt bist du aber auch schon. Nutella-Pilla. Ja, das ist Nutella. Check nicht. Nicht gucken, hat Mama gesagt. Ich sag nicht gucken, oder guckt extra. Das ist immer so. Guck hin, los, guck da hin. Okay. Nee, nicht schon wieder ein Toast. Ich höre Mama schneidet Toastbrot. Leise im Kontext geworden, alles egal. Die Bock hat's. Ich hab schon Gula gesehen. Leise. Hast du schon mal gespielt? Hm? Warzone? Warum? Ja, wegen Gulag. Hä? Nee. Gulag ist doch so ein Hello. Also. Was? Hast du Warzone gespielt? Bitte? Einmal. Ja. Oh, da bin ich aus dem Gulag wieder rausgekommen. Ja? Ja. Ach, ich hab schon Gulag gerade gesehen. Was ist Gulag? Wenn du in Warzone stirbst, landest du quasi in einem Gulag, wo alle Toten sind. Oh nee. Und battelst dich da nochmal. Und wenn du alle anderen tötest, dann bist du wieder am Leben. Aber geht nur einmal pro Runde. So, wir kommen zur letzten Runde. Kleiner Tipp. Papa und ich haben es früher immer gerne gegessen. Beide. Nee, lass mal stecken. Nee. Das ist ein richtiges Rentner. Weil das eine Bonusrunde. Hä? Wir hatten auch noch gar nicht da. Das ist ein Rentner. Was ist das für ein Rentner? Das ist Toast mit
Käse und Marmelade. So stelle ich mir ein Frühstück von älteren Menschen vor. Echt jetzt? Ja, weiß ich nicht, kann man auch so anders essen, aber ich habe es noch nie beim Leben gegessen. Esch, magst du das? Nee. Man kann auch Erdmarmelade drauf machen, man kann so also verschiedene Marmeladen drauf machen. Das merkst du ja. Scheinbar auch nicht so, ne? Also ich mochte das. Also. Papa auch. Ich weiß nicht, was daran so richtig geil sein soll. Es schmeckt jetzt nicht so schlecht. Aber gut, ist es auch nicht. Lass stecken. Also dann Nutella war besser. Ich empfehle Nutella mit Käse. Ist besser als Marmelade. Okay. Also, Leute, lasst da noch oben da, schreibt mal rein, was ihr von dem ganzen Kram hier am ekligsten finden würdet. Und haut mal gerne noch weitere eklige Kombinationen, die ihr gerade spontan habt. So zum Beispiel, wenn du Cola und Mentos. Was ihr aber mögt, also was die Zuschauer mögen. Was? Ich meine, das ist zum Beispiel Cola und Mentos zum Beispiel, auch eine tolle Kombination. Lasst einen Daumen oben, dann vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Wo ist unsere Waffel? Ich möchte gerne eine Waffel mit Nutella. Ah, ja, okay. Ne? Komplett. Ja, ich auch. Nein, so machen wir das Thumb. Okay. Schmuck dir das Thumbnail, kommt jetzt. Kannst du warum bin ich eigentlich immer der kannst du bei ja, weil du klein bist. Kannst du bei Ash so eine Spuckpfütze einmal machen? Ich tue es ja wirklich, ne? Lass es jetzt. Nee, stopp. Stopp, bitte nicht spucken. Ash, hör auf. Ash, hör auf. Was denn? Ich dachte, du würgst. Nein. Ich glaube, so ist es okay mit dem Thump, oder? Oder ja, ich denke schon, ja. Das was? Endlich meine verdiente Waffel. Auch eine Waffel? Ja, er muss sie in der Schule für 2 Euro verkaufen. Ja. Brokkoli. Kriegst du noch einen Waffel mit Nutella? Die durch hier geht. Oh, das war richtig lecker. Oh.